Dankeschön. Kurz noch zwei Worte zum New Identity AG. Wir sind ein Internetdienstleister hier direkt aus Mainz. Der Herr Berger hat es schon gesagt. Wir machen im Prinzip alles, was in so ein Browserfenster reinpasst. Ob das jetzt ein ganz kleines Browserfenster auf Ihrem iPhone oder vielleicht ein ganz großes an einem ganz normalen Rechner ist, da können wir Ihnen gerne weiterhelfen, wenn es darum geht, zum Beispiel auch Dienstleistungen und Prozesse abzubilden im Internet, im Intranet, im Wiki, wie auch immer. Mein Name ist Matthias Thürling, ich bin bei uns für den Bereich Social Media zuständig. Ich bin heute da, um Ihnen ein bisschen was zu erzählen, wie Social Media sich verändert, auch durch das Thema Marketing, weil nicht nur Marketing wird verändert durch Social Media, sondern auch Social Media durch das Thema Marketing. Was wir heute mal rausgreifen, ist einfach nur mal Facebook und Twitter. Fangen wir mal an mit Dell. Dell hat vielleicht nicht den schönsten Twitter-Auftritt, aber vielleicht einen der effektivsten. Denn wenn Sie mal überlegen, wenn Sie bei Dell einen Rechner bestellen, dann wird er erst dann für Sie produziert, wenn Sie auf den Kaufen-Knopf gedrückt haben. Man kann es aber auch anders nutzen. Das zeigt uns Otto. Bei Otto ist es so, wenn man auf die Seite kommt, auf das Profil von Otto.de, man fühlt sich schon mal wie in der Katalogwelt. Weißer, sehr viel offener. Und wir sehen so ein Bild aus der Katalogwelt. Das ist schon mal ganz schön. Wir sehen aber noch was. Wir sehen hier ganz kleine Namenskürzel dahinter. Die sind hier erklärt. Hier sieht man also den Nils Kramer, der Sören Nilsson und der David Ranawart, die twittern also für Otto. Und diese Kürzel, die Sie hier sehen, stehen also am Ende jeden Tweets. Und plötzlich wird Twitter also persönlich. Hier hat dieser Nutzer also gesagt, Twitter, das ist für mich der nächste Kanal, der für mich am einfachsten ist. Und ich sitze jetzt vielleicht gerade in der S-Bahn und ich frage mich, hey Otto.de, kann euer iPhone eigentlich das? Was macht Otto? Otto antwortet ihm ein, zwei Stunden später und sagt, ja, kann's. Wenn du magst, kannst du jetzt bestellen. Was ist? Der Kunde ist natürlich begeistert. Er sagt, hey, wow, ihr seid da, super, Dankeschön, ich freue mich. Und der Klick, jetzt bei Otto zu bestellen, fällt auch deutlich leichter. Kommen wir mal von Twitter weg und schauen wir bei Facebook. Wie kann man das nutzen? Da sind jetzt also Fans von einer Marke, von einem Produkt. Und ich habe Ihnen mal zwei Beispiele mitgebracht, die wirklich sehr unterschiedlich sind. Was passiert da? Sie sehen es, die Leute nutzen einfach hier im Minutentakt diese Facebook-Seite, um einfach zu sagen, wie großartig sie Starbucks finden. Wenn Sie mal überlegen, wie kompliziert früher Marketingumfragen waren, da haben Sie also eine Umfrage gemacht, ein Zettelchen gemacht, an der Box, an der Kasse so eine kleine Box gemacht, da haben Sie den Zettel reingeworfen, dann haben Sie die Box wieder aufgemacht, haben den Zettel auseinandergenommen, haben ihn auseinandergeklappt, haben daraus eine Excel-Auswertung gemacht und irgendwann endlich eine Zahl gehabt. Und heute ist es so einfach. Sie stellen Ihren Nutzer einfach die Frage, hey, was war euer Lieblingsgeschmack in diesem Sommer? Und 160.000 Menschen antworten. Ich möchte Ihnen einen Trend für dieses Jahr vorstellen. Und zwar an einem Beispiel, das nennt sich Google Wave. Sie können eine solche Wave erstellen, das zeige ich Ihnen gleich, wie das aussieht. Und wie eine Welle können Sie die jetzt losschicken. Sie können andere einladen, hey, nimm teil an meiner Welle. Ich mache hier gerade irgendwie, ich bin gerade die neue Anzeige am Texten. Was hältst denn du da von dieser Zeile? Irgendwie, Geiz ist geil. Und alle hätten normalerweise gesagt, oh Gottes Willen, das sagen wir nicht. Aber irgendeiner hat gesagt, ja, das ist gut. Und das können Sie halt jetzt in Echtzeit alles machen. Und dieser Trend nennt sich Real-Time Web. Bei Google in Amerika ist es so, wenn Sie eine Suche starten, dann werden Ihnen schon Twitter-Kommentare, sogenannte Tweets, eingespiegelt. Und dies sogar nach, wenn Sie wünschen, nach Ihrem Standort. Sie gehen, kommen auf eine Website, wie zum Beispiel bei Audi, tummeln sich dahin, da läuft ein super Video ab und dann gehen Sie irgendwo mal auf diesen Menüpunkt Modelle. Boom. Und da passiert das. Und wenn Sie so genau hingucken, ist das eigentlich ziemlich cool. Also das ist der Menüpunkt Modelle und dann sehen Sie hier alles, was es darunter gibt. Sie sehen hier schöne Bilder, das ist alles schön klassifiziert. Oder eine andere schöne Geschichte. Super unscheinbar. Beide Sachen zahlen ein auf SEO. Das ist ein Footer der BBC-Website. Da kommt ordentlich was drüber. Aber so sieht der Footer aus. Sie schreiben hin, Explore BBC. Und hier haben Sie die Möglichkeit, das, was Sie oben irgendwie als Navigation haben, unten abzubilden. Oder auch nicht. Sie können es umsortieren. Sie können oben, wenn Sie harte Fakten haben, mein Unternehmen, die Produkte irgendwie, wie über uns, soziales Engagement,
können Sie unten abfeiern mit anderen Begriffen und finden aber den Inhalt genauso wieder. Oder hier, das ist das Vorstück dazu und hier unten gibt es nochmal sowas. Das Ganze hier nennt sich Mega-Footer. Also der Trend geht dahin, eben nicht nur eine kleine Linie unten drunter zu schreiben, ich bin Werbeagentur XY und das ist alles ganz rechtlich hier und ich habe ein Impressum und hier sind meine AGBs, auch wenn ich die nie brauche, aber hier sind sie halt und ist ein Impressum. Sondern schreiben Sie einfach nochmal hin, Zielgruppen vielleicht oder Themen, die Sie halt verkaufen wollen oder die Sie vermitteln wollen. Nehmen Sie mal an, morgen gehen Sie in Ihre Agentur, sagen, Mann, wir machen doch auch Web 2.0. Bauen Sie Web 2.0 hier unten hin und schreiben alles hin, was Sie dafür machen. Und mein Appell an der Stelle ist irgendwie, seien Sie nicht fertig, stay beta.